Nach diesem Video weißt du, wie groß die Wurzel von minus 2 in Klammer zum Quadrat ist. Und bevor wir uns diese Frage näher ansehen, wollen wir kurz die n-te Wurzel gemeinsam wiederholen. Also die n-te Wurzel hat nichts mit Enten zu tun, sondern ist die Verallgemeinerung aller Wurzeln, die wir ziehen können. Also der Quadratwurzel, der dritten Wurzel, der vierten Wurzel und so weiter. Kommen wir nun zur Frage, die wir uns in diesem Video stellen wollen. Also wie groß die Wurzel von minus 2 in Klammer zum Quadrat eigentlich ist. Dazu betrachten wir die Gleichung x Quadrat gleich 4. Und diese Gleichung hat genau zwei Lösungen. Denn einerseits hat sie plus Wurzel 4 als Lösung, da plus Wurzel 4 mal plus Wurzel 4 4 ist. Und andererseits hat sie minus Wurzel 4 als Lösung, da minus Wurzel 4 mal minus Wurzel 4 eben auch 4 ist. Somit erhalten wir als Lösung x1 2 und als Lösung x2 minus 2. Wichtig ist zu erwähnen, dass jetzt die Wurzel von 4 immer die positive Lösung ist. Also Wurzel von 4 ist 2. Das haben wir auch schon im letzten Video gesehen. Eine positive Zahl unter der Wurzel ergibt eine positive Zahl als Ergebnis. Somit benötigen wir dieses Plus und Minus vor dem Wurzel 4, um beide Lösungen wirklich zu erhalten. Wenn jetzt das a unter der Wurzel größer gleich 0 ist, dann können wir eben die Wurzel von a Quadrat, da können wir dann die Wurzel und das Quadrat wegkürzen und wir erhalten wieder a. Wenn allerdings das a unter der Wurzel negativ ist, dann geht das nicht. Da ja das a schon minus 2 zum Beispiel ist, wird es durch das Quadrat dann positiv und wenn wir dann die Wurzel ziehen, erhalten wir eine positive Zahl wieder. Somit ist das Ergebnis dann minus a. A ist ja hier schon minus 2 gewesen, also minus mal minus ist dann wieder plus 2. Somit haben wir jetzt gesehen, für die Wurzel von minus 2 in Klammer zum Quadrat ist das Ganze dann die Wurzel von 4, da wir das Quadrat dann auflösen. Und die Wurzel von 4 ist 2. Schauen wir uns jetzt noch an, was die Lösungsmenge von der Gleichung ist, die wir oben gelöst haben. Nämlich die Lösungsmenge L ist gleich minus 2 und 2. Das L steht eben für Lösungsmenge. Die geschwungenen Klammern nennen wir Mengenklammern und die Elemente in diesen geschwungenen Klammern sind eben die Elemente der Lösungsmengen, also die Zahlen, die die Gleichung lösen. Versuche jetzt, die Lösungsmengen der beiden Gleichungen aufzustellen und drücke dazu auf Pause. Okay. Sehen wir es uns gemeinsam an. Wir haben einmal für i die Gleichung x² ist 36 und als Lösung haben wir hier nun plus minus der Wurzel aus 36 und die Wurzel aus 36 ist 6. Somit haben wir für die Lösung also x1 gleich 6 und x2 gleich minus 6. Und unsere Lösung von der Aufgabe i, also Li, ist gleich Mengenklammer von minus 6, 6, Mengenklammer zu. Und bei der zweiten Gleichung haben wir gegeben gehabt, x² ist 121, somit haben wir als Lösung dieser Gleichung x ist plus minus Wurzel von 121. Und die Wurzel von 121 ist 11, da eben 11 mal 11 121 ist. Und durch das Plus Minus erhalten wir dann x1 gleich 11 und x2 gleich minus 11. Unsere Lösung von ii ist somit minus 11 und 11. Eine Kleinigkeit habe ich euch aber noch vorenthalten, nämlich wir können das Ganze von Wurzeln auch verallgemeinern. Und das schaut uns folgendermaßen aus. Wenn wir die Wurzel von einer Zahl ziehen, die ins Quadrat genommen wird, dann ist das Ergebnis der Wurzel immer der Betrag dieser Zahl. Und für alle, die den Betrag nicht kennen, am besten das Übungsblatt Betragsungleichungen machen.
Der Betrag einer Zahl macht die Zahl immer positiv. Das heißt zum Beispiel, Betrag von 5 ist 5, aber Betrag von minus 5 ist auch 5. Und somit haben wir als Betrag, ist der Betrag von a immer größer gleich 0. Und daher nochmal der Hinweis darauf, dass die Wurzel von minus 2 in Klammer zum Quadrat eben dann 2 ist. Also können wir sagen, durch die Verallgemeinerung hier haben wir nochmal Schwein gehabt, denn wir haben jetzt doch eine Formel, die immer gilt. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Bis zum nächsten Video.